Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute mache ich mit euch ein Macaroni mit Käsesoße. Also schön cremig, käsig, ne? Einfach ja, unwiderstehlich. Und bleibt einfach dran, um zu sehen, wie das Ganze gemacht wird. Also viel Spaß. So, was wird gebraucht? Also neben den Macaronis brauchen wir für die Soße einmal Butter, Mehl, dann Milch. Dann habe ich hier Cheddar, ne, für die kräftige Komponente und dann noch den Mozzarella für den zarten Schmelz, dass sich das einfach auch schön zieht. Und dann für den Crunchy obendrauf ein bisschen Paniermehl, schönen Parmesan, ne, und dann für den Geschmack gibt es auch noch ein bisschen Senf, Muskat, Pfeffer und Salz. So, zunächst kochen wir erstmal das Wasser auf, ne, geben eine schöne eine schöne Ladung an Salz hinzu und kochen erstmal die Macaronis dann ab. So. Während die Macaronis jetzt kochen, bereiten wir unsere Soße zu. Hierzu schmelze ich erstmal die Butter. Ja, ein bisschen weniger Dampf, ne, dass es dann noch eine Nussbutter gibt. Dann gebe ich das Mehl hinzu. Und jetzt gebe ich nach und nach die Milch mit rein, so dass sie schön gebunden wird. Schon langsam, die bindet schon. Wichtig ist natürlich auch umzurühren, also immer langsam rumrühren, damit das Ganze auch nicht hier anbrennt. So, hier haben wir jetzt schöne Grundsoße. Und geben jetzt so nach und nach unseren geriebenen Cheddar hinzu, dass er sich schön auflöst. Solltet ihr merken, dass es ein bisschen zu fest wird, gebt einfach ein bisschen Milch hinzu. Und weiter geht's mit dem Käse rein. Sobald der Cheddar jetzt aufgelöst ist, gehen wir her und nehmen den Mozzarella für den schönen Schmelz. Ja, gibt nie zu viel Käse. So. Ah, ihr seht schon, ja, hier löst sich schön langsam auf. Der Käse hat sich jetzt gut aufgelöst. Ja, man sieht, es wird immer flüssiger. Und jetzt geht es an den eigentlichen Geschmack. Mal gucken, ist so schon. Schon gut eine Käsenote drin. Jetzt gibt es ein bisschen Salz. Dann ein bisschen Pfeffer. Dann Muskat. Ups, jetzt. Oh, so, wo ist er? Wer findet sie? Den darfst du behalten. Weg ist er. Schnell gucken. Ja, passt schon, aber wir kriegen sie. Da ist er gefunden. So, ihr seht jetzt, wie schnell so eine Käsesoße gemacht ist. Und die halten wir jetzt nur noch warm, bis die Nudeln vollends fertig sind.
und dann geht es gleich weiter. Die Nudeln sind jetzt gut al dente und jetzt gehen wir her und füllen die in eine entsprechend große Form. Darf keine Nudel verkommen, also nicht hier Wasser drin lassen. Ne? Und super, ach klasse. Gott sei Dank ist es nur eine Schürze. Und jetzt kommt die leckere Käsesoße drüber. Dass alles abgedeckt ist. Und jetzt wollen wir noch eine schöne Kruste da dazu bekommen. Hierzu nehme ich Semmelbrösel. Streue das hier schön drüber. Und was darf natürlich nicht fehlen, das ist der Parmesan. Mal gucken. Ja, schöne Hobelstücke drüber. Mein Motto ist ganz einfach, es gibt nie zu viel Käse. Und wenn ihr noch einen etwas älteren nehmt, hier habe ich jetzt einen 24 Monate, der ist natürlich noch intensiver im Geschmack. Gut, und das Ganze geht jetzt für ca. 20 Minuten noch in den Ofen, schön bei Ober-Unterhitze, damit hier wirklich eine schöne Kruste entsteht. So, die 20 Minuten sind nun rum und jetzt schauen wir mal auf das Ergebnis. So. Seht ihr, wie toll das aussieht? Oh, gleich zum Reinknien. Jetzt lassen wir es uns einfach mal schmecken. Klasse. Jetzt ist natürlich auch so, klar, das ist eine Variante. Man kann natürlich auch jetzt noch Kochschinken hinzugeben, man kann Gemüse mit hinzugeben. Also je nachdem, was euer Kühlschrank hergibt. In diesem Sinne danke ich mich fürs Zuschauen und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss.